Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, letzte Folge war, glaube ich, der weggebackte Bär, ne? Und wir wollten Fleisch aus der Höhle holen, den letzten Rest. Oh, aber vorher werden wir das Kaninchen zerlegen. Nee. Wir wollten Fleisch braten. Solange noch Sommer war. Das war's. Aber ich glaube, die Sonne ist mittlerweile sowieso weg, oder? Na? Könnte noch klappen. Habe ich den Holz? 2 Stück. Ach, wow. Ja, ich werde das trotzdem mal gucken. Toll, das wird noch funktionieren. Wenn ich jetzt Holz suche, dann klappt es nicht mehr. Nein, ich habe doch irgendwo Holz. Na, komm schon. Wusste ich doch. Moment. Ich hätte auch noch Bücher zu verbrennen, ne? Geht das Feuer einfacher an. Genau, hier gibt es nämlich nichts mehr. Und das habe ich komplett gelesen. Completed. 80%, das ist doch was. Ich weiß übrigens, dass es den Trick gibt mit der Fackel, aber mit der Lupe kann ich die Fackel nicht anzünden. Vielleicht liege ich auch falsch und ihr korrigiert mich. Aber ich meine, dem wäre so. Das ist wunderschön. So, machen wir uns mal das Fleisch. Einmal 1 Kilo mehr, da werden wir Würmer von kriegen. 1 Stunde 20. Boah, Wahnsinn. Und das braucht 1/2 Stunde, das Karnickel. Gucken wir mal das andere Karnickel, wenn ich das zerlege, wie lange das dauert. 7 Minuten. 37, das ist zu lang. Machen wir das erstmal so. Ist nicht dein Ernst, er ist wieder da. Das gefällt mir. Hallöchen, mein Freund. Jeder echte Bär wird den scheiß Zaun so umschmeißen, ne? Der kommt da tatsächlich durch. Oh nee, das hab ich... Alter Schwede, das... Also das ist mir neu. Ich kann auch nicht rennen, weil ich so erschöpft bin. Oh nö, Mann. Also das ist ja jetzt ungünstig, ne? Aber jetzt sind wir ja im Prinzip wieder in der Situation, in der wir waren, bevor der Kerl weggebackt ist. Deswegen schauen wir dem Tod ins Auge.
Wollen wir schon mal in die Hand nehmen? Nein, ich vertue noch irgendwie was. Komm, 8 Liter trinken. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob wir dann irgendwie fitter sind. Schau mal, wir haben die Kanone in der Hand. Okay, getroffen haben wir ihn. Ich glaube auch sogar in die Birne, aber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir können jetzt hier mit dem Verstecken spielen, so rund ums Haus rumrennen. Ich wenigstens ein Stück Fleisch, den er den Hasen da runterholen könnte vom Grill. Ich wusste echt nicht, dass er hier in diesen Käfig rein kann. Versuchen wir es nochmal. Rennen ist auf jeden Fall nicht mehr, weil wir so erschöpft sind. Wir stehen jetzt hier nicht direkt. Wissen Sie was von Tod? Mann, oh Mann. Aber wir haben das Stück Fleisch und das andere dürfte nicht verbrennen. Oh Mann. Wir ziehen uns mal ein Stück Fleisch rein. Kaninchen bringt halt echt nicht viel, ne? Hier irgendwo die Laterne. Ich nehme die Laterne in die Hand, weil ich jetzt hier die Knarre nachladen möchte. Und genau das da, da war eine. Und da war auch die. Warte, ich brauche die Laterne. Na komm schon. So. Eigentlich würde ich mich jetzt schlafen legen, glaube ich. Aber ich würde eigentlich das Stück Fleisch noch essen. Bin ich zu viel? Wie viel hatten der jetzt? 3 oder 4 Kugeln? Das ist so definitiv zu wenig. Wir gehen noch mal rausgucken. Wenn der jetzt hier steht, dann müssen wir schnell wieder rein. Ich hoffe, das klappt auch. Hallo? Der ist schon wieder weggebackt. Das Kochen ist pausiert. Okay. Das geht nicht mehr. Dann werde ich jetzt Wut oder Übel. Übrigens, wenn man das Fleisch jetzt vom Grill runternehmen würde, ist das nicht mehr pausiert, dann ist das wieder wie nicht gekocht, wie gar nicht. Dann bräuchte das wieder halt diese 1 Stunde 22. Ach, jetzt auch. Ja, wunderschön, danke. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, dann kann ich ja auch noch das zweite drauflegen. Ja, ich koche deinen Artgenossen. Aber wenn jetzt der Bär jedes Mal wegbackt, das ist doch beschissen. Aber man sieht es wieder, ne? Der ist komplett verschwunden, weil wieder keine Spuren da sind. Das wäre halt echt interessant, ob der. Ja, resettet wird und dann halt wieder gesund ist. Mehr Holz. Ich nehme hier die Tanne. Ja, oder ob der nur von der Position resettet wird und halt weiterhin verwundet ist und ausblutet.
Ja. Wie viel Wasser habe ich denn hier? Ja, ich weiß, ich renne gerade häufig rein und wieder raus, und wieder rein und wieder raus. Okay, 3 Liter, das ist gut. Vielleicht werde ich das und das nächste auch noch grillen. Aber weshalb ich mich so überrascht war, warum das so lange dauert, ne? Hier diese 1 Stunde 22 für das Bärenfleisch. Level 5 oder so. Das oder so. Auf Level 5 dauert das, ich glaube, 43 Minuten. 1 Stunde 23, 1 Stunde 3. Wir werden jetzt mal 1 Kilo Bärenfleisch reinziehen. Da, jetzt seht ihr rechts, wir haben das Risiko von Darmparasiten. War das jetzt der Bär oder war das der verdammte Turm? Ich glaube, es ist der Turm. Das habe ich sogar zu viel reingehauen. Naja, passiert. So, wir haben jetzt hier 1% Risiko. Wenn ich jetzt das nächste Stück Fleisch, Bärenfleisch, mehr reinziehen würde, wäre ich schon bei 10%. Deswegen, man sollte sich pro Tag eigentlich nur ein Stück Bärenfleisch oder Wolfsfleisch reinziehen. Werde direkt hier jetzt, weil ich sowieso zu viel reingetan habe, etwas Wasser machen. Das passt doch. Das müsste eigentlich passen. Ich glaube nicht, dass das verkocht. So, das Fleisch werden wir ablegen. Und den Karnickel werden wir uns noch reinziehen. Haben sogar noch ein Stückchen für morgen früh übrig. Ich hoffe, das passt und verkocht nicht. Wenn das verkochen würde, würden die Dosen auch Schaden nehmen, bis sie dann irgendwann kaputt sind. Auch so mit den Töpfen. Die Töpfe könnte man aber reparieren. Die Dosen nicht. So. Ja, dann sag ich mal gute Nacht. Beziehungsweise vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden sehen, ob wir in der nächsten Folge den Bären wiedersehen werden. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Macht's gut, bleibt gesund. Tschö.